Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ah, voilà. Was ist das? Ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Wolken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Oh. Alles okay? Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist.
Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens vor. Überall ist besser als hier. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Okay. Viel Glück mit der Karre. Thank you.
sind sie! Mit mir. Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay im Wald. Da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja. Los geht's. Okay. Okay. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Scheiße! Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Laura, das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Max! Fuck! Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ja, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und...
Jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell. Und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh, okay. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Wieso sitzt der Kerl noch da? Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... war es Blut? Netzi,
kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja. Also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück.